Vergangene Woche ist bekannt geworden, dass Sie das Veranstaltungsteam der Lager verstärken. Wie ist es dazu gekommen? Es ist so dazu gekommen, dass ich mich beworben habe auf die Stelle. Ich habe im Sommer geguckt, was gibt es in der Gegend, was könnte ich denn hier noch beruflich machen, weil ich eben vorhabe, in der Gegend zu bleiben und eben auch meinen Eltern nahe zu sein, auch aufgrund der Corona-Pandemie. Und und dann habe ich mich beworben, ganz klar. Ich habe die Stelle ausgeschrieben gesehen und habe gewusst, also da muss ich doch dabei sein, wenn das hier stattfindet. Ich erinnere mich vor Jahren, als ich an den Domfestspielen war, war das ja schon im Gespräch, dass man sich für die Landesgartenschau bewerben würde. Ja, und jetzt ist es soweit. Was gehört in diesem Rahmen zu Ihren Aufgaben? Im Veranstaltungsteam, in der künstlerischen Leitung, so wie man es auch heraushört, kümmern wir uns insgesamt natürlich um das Unterhaltungsprogramm rund um die Landesgartenschau. Das sind natürlich nicht nur Show-Acts, die dann irgendwo auf irgendwelchen Bühnen präsentiert werden, sondern um die Gesamtstimmung, die wir natürlich verbreiten wollen mit dem Programm der Landesgartenschau. Also mit dem Gefühl, dass unseren Besuchern übermittelt werden soll, dass das hier ihre Gartenschau ist, und mit Inspiration, was man eben auch langfristig hier auf diesem Gelände auch selbst durchführen kann, machen kann im Bereich von Sport, Spiel und Kultur und natürlich auch im eigenen Garten. Also da wollen wir so ein bisschen den Bogen spannen, und deswegen ist das natürlich ein großer Rahmen, den wir da füllen. 179 Veranstaltungstage, an jedem Tag finden etwa 8 Aktionen statt, aus allen Bereichen, Hobby, Sport, Kultur, das kann Musik sein, eine Kochpräsentation, Vereine, die sich präsentieren, also ein riesen Umfeld, in dem wir uns da begeben und jetzt Ideen sammeln und natürlich auch schon in die Akquise gehen. Liegen denn schon Ideen vor, beziehungsweise haben Sie auch eigene Ideen mitgebracht? Selbstverständlich habe ich mich auch mit eigenen Ideen beworben, sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwierig geworden. Da möchte ich aber natürlich noch nicht so viel verraten. Vielleicht exemplarisch so eine Idee, also man muss ja nicht den gesamten Rahmen rausplaudern. Also ich komme ja aus dem Bereich auch Open-Air-Attraktionen. Das ist etwas, was mich besonders beschäftigt schon in den vergangenen Jahrzehnten ja fast schon. Dementsprechend kann man darauf gefasst sein, dass wir hier nicht nur auf dem Boden oder auf einer Bühne eine Attraktion erleben werden, sondern auch in luftigen Höhen. Wie passt das Thema Garten in Ihre Biografie? Also wahrscheinlich am besten, dass ich ein Frischluftfanatiker bin und nicht zuletzt deswegen auch so sehr Spaß hatte, Teil der Domfestspiele zu sein, 2013 und 2014, weil die Idee des Freilufttheaters einfach meinem Naturell sehr nahe kommt. Ich glaube, wenn man groß geworden ist, wie ich zum Beispiel im Zirkus, dadurch einfach sehr, sehr viel mit den Naturgewalten zu tun hat, also Wind und Wetter gewöhnt ist und gewöhnt ist eben auch viel in der freien Natur zu sein. So Campingliebhaber werden das auch kennen, dann liegt das einem halt nahe. Und das war für mich eben auch besonders reizvoll. Da haben also verschiedene Komponenten eine Rolle gespielt. Einmal, dass mir Gandersheim wirklich sehr am Herzen liegt, dass das hier meine Heimatregion ist, dass ich mich eben schon viele Jahre mit dem Thema beschäftige und natürlich auch mit ansehe, den Wandel dieser Stadt, woran es fehlt, was man sich wünscht für die Zukunft. Und deswegen war ich unglaublich froh, dass Bad Gandersheim eben den Zuschlag bekommen hat für die Landesgartenschau. Denn ich denke, das ist hier ein unglaublich wichtiger Faktor, die Region eben weiter liebens- und lebenswert zu machen. Und das ist einfach auch das Ziel. Also man darf sich das nicht vorstellen als ein Event, das mal eben im Jahr 2022 stattfindet, sondern etwas, das ja langfristig eben diese Region stärken soll. Und auch diesbezüglich liegt unser Fokus im Unterhaltungsprogramm. Also das ist alles, das spielt alles zusammen und muss im besten Fall eben auch zusammenspielen. Findet man Berührungspunkte einerseits zwischen der Landesgartenschau und all dem, was Sie bis dato schon gemacht und geleistet haben? Gibt es da Querverweise? Gibt es da Zusammenhänge? Nun, meine Tätigkeiten als Schauspielerin oder Moderatorin, das ist ja so ein bisschen meine spezifische Karriere. Aber darüber hinaus war ich ja nicht nur in den ganzen Jahren auch bis 2008 in der künstlerischen Leitung des Zirkus meines Vaters, sondern hatte über viele Jahre meine eigene Showproduktion mit meinem Mann zusammen und habe in dieser natürlich wirklich europaweit mehrfach, also Open-Air-Veranstaltungen betreut. Oder eben so ganzheitliche Konzepte entwickelt für Städte, für Messen, für einzelne Unternehmen. Und daher rührt natürlich mein Erfahrungsschatz im Bereich Konzeption und Durchführung. Dementsprechend war mein Gedanke natürlich, okay, da kann ich alles einbringen, was ich kann, meinen ganzen Erfahrungsschatz mit einbringen und eben in dieser besonderen Lage
das Tüpfelchen auf dem i ist eben, dass alles Open Air stattfindet, dass wir ein Familienpublikum ansprechen, das ja auch total mein Fall ist, dass wir viele, viele Tage bespielen müssen, dass wir 179 Tage am Stück dann eben auch hier sein werden, von morgens bis abends. Und das ist ja genau mein Ding, so in der Show zu wohnen. Das ist ja so meine Art zu leben. Und deswegen konnte es besser nicht kommen. Ich bin sehr, sehr dankbar und auch sehr schicksalsergeben. Für die Region im Speziellen und den gesamten Bereich, was glauben Sie, was die Landesgartenschau hier einerseits während der Veranstaltungszeit bewirkt und auch weit darüber hinaus? Ich wünsche mir, dass die Bevölkerung hier sich identifiziert mit dieser Landesgartenschau, also dass sie weiß, das ist praktisch unser Garten, der bleibt uns ja erhalten. Das ist etwas, was wir jetzt hier bauen und bewerkstelligen, das aber für die nächste Ewigkeit bleibt. Und der Vibe, sage ich mal, den wir versuchen zu erzeugen während der Landesgartenschau, soll in der Bevölkerung bleiben, dass man dann eben auch darüber hinaus sich gerne hier aufhält und auch gerne dann Gutes tut für seine Stadt, für seinen Garten und diese Inspiration auch mit nach Hause nimmt. Und gerade, sage ich mal, in Reflexion auch auf die derzeitige Situation weltweit, dass man eben nicht so reisen kann wie vorher, dass man entschleunigt wurde, mehr zu Hause war, ist das eigentlich der beste Zeitpunkt zu zeigen, wie schön unser Zuhause ist, nicht nur für die, die schon hier leben, sondern auch die, die vielleicht die Region noch nicht kennen und sie dadurch kennen und lieben lernen. Also das ist ein ganzheitlicher Effekt, der, und das ist mir eben ganz besonders wichtig, auch anhalten soll. Wir wollen die Region beleben, wir wollen was Gutes für Gandersheim tun und ich will, dass diese Stadt lebt. Es ist eine wundervolle Stadt und Gandersheim ist eben nicht nur die Domfestspiele. Wir haben zum Glück die Domfestspiele. Wenn das nicht wäre, ist ja ganz traurig. Ne? Aber jetzt ist eben auch, wir müssen in die Zukunft gehen und die Landesgartenschau kann hoffentlich helfen, da eben auch neue Impulse zu setzen. Okay, zum Abschluss vielleicht nochmal ein kleines bisschen Fantasierei. Ja. Sie haben unlimitiert Budget, haben alle Telefonnummern auf diesem Planeten in Ihrem Handy. Haben wir doch. Und Sie können jetzt den einen Künstler, die eine Künstlergruppe hierher holen. Egal welche. Was wäre Ihr Traum-Act, was wäre Ihre Traum-Band, was wäre Ihr Traumkünstler, den Sie am besten zur Primetime auf dem Osterbergsee mit großem Amphitheater drumherum spielen lassen können? Okay, also wenn wir wirklich in die Fantasterei gehen, dann wäre es wahrscheinlich ein großes Open-Air-Konzert von Michael Bublé mit dem großen, mit der riesigen Big Band. Oh, das wird wahrscheinlich nicht ganz so werden, aber ich sag mal so, insgesamt hoffe ich, dass wir 2, 3 Möglichkeiten zumindest haben, tatsächlich eine große Open-Air-Veranstaltung hier auch zu bespielen während der Landesgartenschau. Man wird sehen, wir haben jetzt nicht die großen Freiflächen in dem Sinne, dass wir jetzt eine große Wiese hätten. Mein Traum wäre eben so eine Picknick-Situation, ja, dass Leute also kommen mit ihren Decken, mit ihren Stühlen, so wie sie es möchten. Man könnte da auch Abstandsregeln natürlich einhalten und Open-Air-Musik genießen, die eben viele Generationen anspricht. Also ich sag mal, in diese Richtung wird es definitiv etwas geben, vielleicht nicht unbedingt Michael Bublé. Aber ja, also da klopfen wir natürlich alles ab, was geht. Aber 2, 3 größere Veranstaltungen sollten doch garantiert drin sein.